Okay, haben wir den auch? Also, es ist nicht bei den Einfachen so, dass es die ganze Zeit, dass es immer dasselbe ist. Wäre auch ein bisschen sehr schade gewesen. Aber dennoch habe ich einige. Ja, ich hab's halt nicht mehr. Gerade auch bei den Kindern oder so, ne? Okay, Wasser, Leben und Tod. Die Traditionen des Sikami-Berges stehen in engem Zusammenhang mit dem Glauben, der im restlichen Teil des Landes vertreten wird. Das Wasser ist das Leben selbst und nach dem Tode kehrt auch die Seele wieder dorthin zurück. Die Leute pilgerten in Scharen zum Berg, um ihre Seele der Mutter, die sie ihnen geschenkt hatte, zurückzugeben. So konnte man dort einen angemessenen Tod sterben. Man war davon überzeugt, dass ein Tod im Wasser des Berges die angemessene Art und Weise war, die Welt der Lebenden zu verlassen. Dies zeigte ein starkes Verlangen danach, sich mit der Natur zu verbinden, in welcher der Tod nur ein winziger Teil repräsentierte. Ich frage mich, was in den anderen Zimmern vor sich geht. Ich sollte die Überwachungskamera. Willst du mich verarschen? Das auffällt? Was für unsere private Sammlung? Zu Nachforschungszwecken? Kommt das von unten? Ja, hinter dir. Ja. Ich vergaß die doofe Hintertür. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt vor irgendwas weggerannt, was ich gar nicht wollte. Nein. Das scheint. Das lag aber vorhin, glaube ich, noch nicht da, oder? 50, das ist sehr schön. Da das aber gerade lauter wurde, dachte ich so, okay, vielleicht kommt das mitten aus dem Laden. Vielleicht hat Rio auch gesungen? Ja, liegt doch da. Na dann mal gucken, wer als nächstes ist. So, die Bewohner des Sikami-Bergs haben althergebrachte Vorstellungen vom Leben und Tod. Die Menschen kamen für spezielle Rituale hierher und haben ihre Körper dem dunklen Wasser des Berges geopfert. Der Sikami-Berg ist bekannt für die vielen Selbstmorde, die hier verübt wurden. Souls are born of water, and water is what they revert to. To seek death in the waters of the mountain was to be reborn. A means to a proper death. Okay, da ist irgendwas in der Mitte gewesen. Okay, das ist im Gang. Was war das jetzt oben im Gang? Das ist die Frage. Boah, komm, Alter, ernsthaft, du machst die Tür gleich wieder zu. Uah. Nein. Oh fuck, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hau mal ab mit der Kamera. Ich vergaß. Ich sollte ja vielleicht ein bisschen mal auf meine Gesundheit achten, ne? Okay, kann weitergehen. Ah, komm doch nicht so angerannt, Mann. Oh, toll. Dass die sich auch immer in den Wind verstecken müssen. Shit.
Aber wir müssen sie doch jetzt bald mal haben, oder? Ich weiß, ich könnte einen Viererschuss machen. Aber ich will die halt nicht durch die Dings rausballern. Durch die Tür. Zwecks. Berühren. Ja. Oh, die war ja noch gar nicht tot. Warum steht denn da auch dein tödliches Foto, Mann? Okay. Habe ich das Gefühl, wir hatten die schon. Okay, okay, okay. Bist immer noch nicht weg. Hä? Okay, okay. Wow, 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 wow. Alter, wie lange? Wie lange hält die Frau aus, Alter? Das ist, oh Gott. Junge, die ist ja immer noch dabei. Okay. Vibration hat aufgehört. Yay, aber warte mal, das war jetzt nicht das, was ich wollte. Oder? Es war ja bloß im Gang gewesen, wenn dann hätte sie so irgendwas fallen gelassen. Oder es war halt die, die ich kalt machen musste. Dementsprechend müsste ja eigentlich da was rumliegen. Okay, hier ist aber nichts. Ich habe vorhin noch was gehört, aber. Selbst wenn ich zurückgehe. Ach, toll. Oder das ist bloß das Radio, ich weiß es nicht. Ich mach mal auf gut Glück hier. Bei den beiden ging es ja gut, ne? So, bei denen hier sage ich, schlafen gemeinsam. Sie haben verdient und bei den Augen gehalten. Das ist sehr schön. Ich habe jetzt natürlich wieder vergessen, welche Kamera das gewesen sein soll. Sah halt aus wie. So, man kann von dieser Berüstung aus den Laden untersehen. Das ist toll. Mir kam es nämlich so vor, als ob das die gewesen ist. Kleiner Topf, okay. Oder könnte auch die gewesen sein. Aber ich glaube, das war sogar die hier. Aber das Ding ist, wenn, dann wäre es ja in den Zimmern gewesen, ne? Wenn irgendwas wäre. So, sie pennt noch. Warte, 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 da war gerade was. Ach so, ja, gut. Schön in der Unterwäsche von der armen Frau rumkramen. Wo auch keine drin ist. Also, jetzt muss ich noch mal zu den Kameras runter. Das ist gerade zum Ende hin so ein bisschen so. Überprüfen. Von dem Fenster aus kann man aus dem Innenhof sehen. Ja, da hatten wir auch jemanden. Ich habe aber das Gefühl, die Alte zu killen war schon richtig gewesen. Aber dass sie vielleicht vergessen hat, was zu verlieren? Ich meine, ich war doch jetzt auch in jedem Zimmer nochmal gewesen, deswegen ist es ein bisschen komisch. Ich kann auch mal beim Antiquitätenladen reinkicken, aber.
Diesmal speichert es aber nicht, das ist komisch. Okay, warte mal. Aber hatte ich die Dame nicht gerade schon gehabt? Komme ich da überhaupt hin? Ja, toll, dass man das aber auch nicht sieht. Warte mal. Sie ist nicht durch den Laden gekommen, oder? Ich habe das Gefühl... Nee, das war bei der Hintertür. Ja, jetzt wollte ich gerade sagen, ich hatte... Ich habe ja so gedacht, okay, ja gut, die Türe kennst du wenigstens. Nee, nee. Ich muss auf der anderen Seite, glaube ich, runter. Zumindest, ich weiß nicht, ob das jetzt bloß dann Fotos sind. Aber ich muss auf der anderen Seite runter, wo wir zur Hintertür kommen. Da müsste sie ja gewesen sein. Aber hier komme ich ja nicht zur Hintertür. Hier komme ich ja wieder bloß zu meinem Büro. Oh. Wo war denn nochmal die bekackte Treppe? Ich hasse dieses Haus. Achso, das ist ja keine Treppe. Wir waren schon so oft da gewesen, weil hier ist man die Hintertür verschlossen. Aber hier kam ich ja bloß wieder ins Büro, oder? Ja, ne. Ich hasse dieses Bude. Bis man da mal irgendwas findet. Mann, Kamera! Mal überlegt. Hier kam ich aber auch nicht irgendwie da schneller hin, ne? Er ist ja vor der Tür. Sorry, aber ey. Ich hasse das einfach. Ja, und das ist das mit dem einzelnen Bett. Wo war denn der Scheißabgang zur Hintertür? Mann. Und warum kann die Tür nicht einfach mal offen bleiben? Ich weiß, ich meckere jetzt relativ viel rum, aber trotzdem. Da war sie gewesen. Also unsere Juri, meine ich. Warte mal, ich gucke mal auf der anderen Seite nicht, dass ich da eine Treppe habe und habe die jetzt irgendwie übersehen, wo es runtergeht. Nee, geht ja gar nicht. Das war hier auch noch ein zu spucken. Eklig. Das ist die einzige Treppe, die noch runtergeht. Und da war doch gleich die scheiß Hintertür gewesen. Ach, ich hasse diese Bude, ey. Ich meine, wir wissen ja, wo wir hin müssen. So, jetzt sind wir schon beim fünften Mal hier. Sorry. Können wir jetzt vielleicht endlich mal... Da, das ist die scheiß Tür, die zum Laden geht. Und hier geht gleich wieder bloß eine Treppe hoch. Sag mal, als ob sich hier irgendwas verändert hat. Willst du mich eigentlich verarschen? Oh, lol. Wie ich das hasse. Wir waren schon fünfmal richtig gewesen. Aber guck mal, wenn du hier gehst, du siehst
Du siehst ja nicht mal, dass hier irgendein Scheißgang ist. Oh, sorry, das regt mich. Das. Oh. Ja, ist mir jetzt egal. Nimm deine verkackten Wichsgriffel da weg, Mann. So. Ja, juhu. Das war's aber nicht. Der Tür ist verschlossen. Mit den Spiegelstein kriege ich noch. Hier geht es zum Badezimmer. Na ja, rein da. Das hat man, glaube ich, noch nicht gehabt. Okay, sie ist die Treppe hoch. Da ich aber den Geist besiegt habe, verstehe ich es eben nicht. Vielleicht ist es jetzt noch bei Yuri drin. Aber das ist gerade so ein kleiner Abfuck, muss ich sagen. Was ist denn hier mit überprüfen? So eine antike Lampe wurde auf einem einfachen Schreibtisch gestellt. Toll. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich sie weiter beobachten sollen. Vielleicht kommt jetzt auch was Neues, weil ich aus Versehen die Geister-Uschi zu schnell kalt gemacht habe. Oder zu früh kalt gemacht habe. Warte, ich gehe mal runter hier. Da war die Hintertür, da war das Badezimmer anscheinend. Nein, nein, nein. Und da nervt es jetzt ehrlich gesagt auch mich, dass man jedes Mal so langsam die Tür aufmacht. Okay. Wir setzen uns nochmal rein, mal gucken, ob es noch irgendwas Neues ist. Okay, die Kamera hat vorhin geflackert. Mal gucken, wo die andere ist. Das Doofe ist, ich habe das Gefühl, ich muss halt immer wieder gucken, um das überhaupt erst zu triggern, dass da irgendwas passiert. Anstatt, okay, die Alte habe ich besiegt oder gesehen und ich muss jetzt nicht extra nochmal rangehen, sondern das passiert gleich. Ne? Weil sie sich immer wieder hinsetzen kann, aber beobachten ist auch ein. Ein bisschen lame. Ja, toll. Ach, toll, ich habe keine Filme mehr. Geil. Hi. Alter, die sind zu zweit hier. Willst du mich verarschen? Was ist denn das? Ich meine, wir haben ja noch genug Kräutermedizin. So ist nicht, ne? Aber, also hoffe ich. Arschig ist das trotzdem. Komm gleich drauf. Und nochmal ein Vierer hinterher. Na, ich versuche ja auszuweichen. Schön da stehen, du Arschloch. Na toll. Komm schon. Ich meine, das Schöne war, die standen gerade schön hintereinander. Die werden gefühlt eine halbe Ewigkeit brauchen. Hi. Aber ist das jetzt auf einmal bloß noch einer? Also wird mich jetzt nicht stören, ich habe keine Lust, die ganze Zeit gegen zwei. Na toll, alter Baum. Oh, der immer mit seinem Angestürmen hier. Hey. Ist doch wahr. Ich hätte gleich einen Vierer machen sollen, ne? Obwohl, der hängt halt im Regal drin.
Ich habe, glaube ich, mich zu lange aufgehalten, oder? Ich bin ausgewichen. Ach, Alter, jetzt beeil dich doch mal. Wünsch mir Glück. Sind wir weg? Ich will mir bloß die Punkte extra holen. So. Hilfe.